und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe eine Anfrage bekommen und habe dann festgestellt, dass dieses Spiel tatsächlich schon auf meiner Wunschliste stand. Also habe ich mich kurzerhand mal dazu entschieden, dass wir uns mal, bevor das Spiel rauskommt, eine kleine Demo angucken. Die soll so ungefähr eine halbe Stunde laufen. Naja, vielleicht bei meinem Glück ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel ich da machen muss. Und zwar von We Stay Behind. Lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir einfach mal die Demo. Wie immer habe ich natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgeschaltet. So, Steuerung ist normal mit der Tastatur. Wir können uns auch ein wenig umsehen und wir können auch ein wenig hineinzoomen. Das ist gut. Hallöchen. Entschuldigung. Oh, hallo. Ein neues Gesicht. Ha. Wir haben nicht viele Besuche dieser Tage. Ich bin Laura Tenner. Sie sind Miss Pearson? Aber bitte, sag Maggie. Willkommen, willkommen. Hank hat gerade angerufen. Ich habe dich schon erwartet. Bist du heute angekommen? Ich habe zwar keine Ahnung, um welchen Unfall es geht, aber ich berichte dir mal von einem Unfall. Eigentlich bin ich letzte Nacht angekommen. Ich hatte einen Unfall auf dem Weg. Ich habe die Nacht im Polizeirevier verbracht. Im Polizeirevier? Du willst mir sagen, du hast im Polizeirevier geschlafen? Also, das ist kein guter Ort für eine erste Nacht in Laburnum Creek. Komm, ich mache uns einen schönen Tee, dann kannst du mir erzählen, was passiert ist. Hier lang. Ich wette, du kommst aus der Hauptstadt und liebst Kaffee, aber ich bin alt und trinke Tee. Ja, das mit dem Kaffee ist gar nicht so unwahr. Ich trinke Kaffee, aber ich trinke auch Tee. Ich liebe Tee. Ach was, ich werde wirklich alt. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass Laburnum Creek gut für dich sein wird, Laura. Es ist so schön, mal wieder eine Besucherin zu haben. Komm rein. Fühl dich wie zu Hause. So, Tee, Tee, Tee. Ich habe Früchtetee, Minztee und grünen Jasmintee. Minztee bitte. Und Honigpilztee, wenn du ein wenig experimentierfreudig bist. Ich möchte Minztee. Das ist natürlich der einzige, der hier nicht drin steht. Ja, dann nehme ich grünen Tee. Ich darf gar nicht grünen. Achso, mit dem Mausrad muss man es auswählen. Okay. Ich nehme einen grünen Tee, bitte. Sehr gut. Viele Leute mögen keinen grünen Tee, weil sie das Wasser zu heiß machen. Hä? Das gibt einen beißenden Geschmack, als würdest du auf einer Wespe rumkauen. Das wollen wir nicht. Ugh. Also ich habe einen Teekocher. Du musst es genau richtig machen. Es muss perfekt sein, wie die Laburnum Creek. Nee, das macht alles mein Teekocher. Sieht aber sehr schön aus. So richtig schön viele Pflanzen und so. Das mag ich total. Genau, geh du mal vor. Der Tee ist fertig. Setz dich, Liebes. Ah, das ist gut. Also, du bist eine Schriftstellerin. Irgendwas, was ich gelesen haben könnte? Nun, Laburnum Creek wäre die perfekte Umgebung für eine Romanze, findest du nicht auch? Ehrlich? Ich bin nicht wirklich eine Schriftstellerin. Ich bin Journalistin für die Hauptstadtpresse.
Ich schreibe eine Reihe über kleine Gemeinden, die eine existenzielle Bedrohung vor sich haben. Nun, sie werden nicht kleiner sein als Laburnum Creek, nehme ich an. Hier kennt jeder jeden. Also, was immer du wissen willst, frag einfach. Ich frage mal über den Kurort. Erzähl mir vom Kurort hier. Damals, als das Heilbad noch offen war, das war wirklich einzigartig. Die Leute sind von überall gekommen. Selbst aus der Hauptstadt. Die Reichen und Schönen sind alle hier herumgelaufen in ihren Bademänteln. Wow, vielleicht schreibe ich meinen Artikel über das falsche Thema. Jetzt ist es viel ruhiger, aber so mag ich das. Die Leute in Laburnum Creek, die lieben gerne im Hier und Jetzt, weißt du? Klar. Ich nehme an, du willst mit allen reden. Oder auch nicht. Das Hotel ist ziemlich eingeschlafen dieser Tage. Terry, er kann ja nicht mehr so. Ich bin sicher, Miss Harris wird sich mit dir unterhalten. Sie ist eine Künstlerin, weißt du? Ach, und Foster Lovell kennt diesen Ort besser als jeder andere. Außer mir. Du musst ihn nur an einen guten Tag erwischen. Und sprich mal mit Frank Largara, dem Holzhändler. Das klingt alles super, Maggie, aber vielleicht sollte ich erst mal meine Sachen auspacken. Oh, natürlich. Sehr ruhig, Maggie. Lass das Mädchen erst mal ankommen. Es tut mir leid, ich habe nur so schlecht geschlafen die Nacht. Mein Kopf pocht immer noch. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, meine Liebe. Neuer Besuch im Kurort braucht oft ein, zwei Tage, um mit den Schwingungen synchron zu werden. Ich bin neugierig, ja? Warum? Achso, die Pflanze hängt da, weil sie oben festgemacht ist. Okay. Aber die Füße, warum sind die Füße eigentlich hier im Boden? Oh Gott, wir sind mal neugierig. So. Schwingungen? Spürst du sie? Vielleicht? Nun, ich weiß nicht, ob es die Höhe ist oder die Art, wie der Wind durch die Kiefern weht. Vielleicht sind es kosmetische Strahlen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber Laburnum Creek macht etwas mit den Menschen. Und es macht gerade etwas mit dir. Du wirst dich schon bald besser fühlen. Ich kann's kaum erwarten. Gut, dann geh doch jetzt mal deine Sachen auspacken. Sie wurden also herzlich willkommen geheißen. Das kann man sagen. Maggie war sehr nett zu mir. Sie hatte ein Bungalow hergerichtet und ich konnte mich etwas erholen. Das klingt doch gut soweit. Am nächsten Tag habe ich mich ein wenig in Laburnum Creek umgeschaut. So nennt man das also, ja? Mit dem Umschauen. Ich bleibe jetzt einfach während der nächsten halben Stunde hier so sitzen und schaue mir diese wahnsinnig schöne Gegend hier an. Oh, was ist das denn? Bricht ja gerade irgendetwas in unsere Erdatmosphäre ein? Sieht auf jeden Fall so aus. Aber sehr, sehr schöne Gegend hier. Aber ich glaube, wir müssen mal so langsam weiter. Laufen können wir auch. Okay. Und wir haben eine Map, falls wir die brauchen. Wir sind hier. Ja, sie hat nur gesagt, dass wir uns ein bisschen umsehen. Das heißt, eigentlich geradeaus und links kommen wir zu Laburnum Creek.
Ja. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin sollen. Heads, Maggie, Cabin Store. Kann man das lesen? Kann man nicht lesen, aber irgendjemand scheint hier vermisst zu sein. Also, ich weiß jetzt aktuell nicht mehr so viel über das Spiel. Das ist wahrscheinlich mein Haus, denke ich mir mal. Ah nee, das ist das Haus von ihr. Okay. Aber es geht wohl darum, dass wir quasi einen Fall, ja, über Außerirdische, glaube ich, war es, aufdecken sollen hier. Ach, Hallöchen. Einen schönen Nachmittag, Sonnenschein. Konntest du dich etwas erholen? Ja. Viel besser, danke. Du hattest wohl recht mit der Eingewöhnungsphase. Sag ich doch. Man braucht ein wenig, um sich an diesen Ort zu gewöhnen. Du weißt schon, mit der Höhe, den geomagnetischen Resonanzen und all dem. Ich wusste, dass du schnell reinkommst. Oh, das wäre so der perfekte Ort für mich, ne? So mit Wasser direkt. Wobei ich nicht weiß, ob ich hier schwimmen möchte. Ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht, was das Schwimmen mit Fischen betrifft. Hä, Moment, die sehen alle. Das sieht genau gleich aus wie das, was ich eben, also wo ich eben drin war. Ja, die Map interessiert mich gerade nicht. Ich muss doch erstmal gucken hier. Gastank. Ich weiß, dass die Dinger sicher sind. Ein gutes Gefühl geben sie mir trotzdem nicht. Das glaube ich. Wir haben nämlich hier direkt eine Gasstation. Ein gutes Gefühl habe ich dabei auch nicht. Hier dürfen wir gar nicht jetzt reinschauen. Okay. Das ist unser Wagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist denn mit dem Wagen? Da sind wir ja mit angekommen, ne? Das heißt, ich weiß ja nicht, was das mit dem Unfall war. Ach so, können wir jetzt hier auswählen, wo wir hinwollen? Dann würde ich sagen, klicken wir mal irgendwie da drauf. Oder auch nicht. Verlassene Stadt. Zum Store. Hallöchen. Geschlossen. Kann man das lesen hier? Missing? Irgendwas mit V, aber man kann es nicht so richtig lesen. Das ist zu klein. Das sieht mir hier sehr nach Neubaugebiet aus, weil die sind hier alles. Ah nee, das sind Steine. Ich wollte gerade sagen, die sind hier alles am Umgraben. Schauen wir mal hier bei dem Eisding nach. Kann man auch nichts machen. Touristeninformation. Sheriff. Ja, vielleicht kann der uns sagen, wo wir waren. Hier ist auf jeden Fall geöffnet. Hallöchen, ich war anscheinend gestern hier. Ah ja, das hat mir noch gefehlt. Was wollen Sie? Achso, ich muss ja hier mit. Labonum Creek. Ist wirklich wunderschön. Und so soll's auch bleiben. Also lassen Sie Ihren Hippie-Van auf der Straße. Kein Wildcampen. Und der Müll wird schön entsorgt, Miss. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen nur ein paar Fragen stellen würde? Wegen meines Artikels. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, wir brauchen hier niemanden, der rumschnüffelt und Unruhe in unseren Ort bringt. Ich möchte nichts von irgendwelchen Artikeln hören, Miss. Am besten, Sie fahren zurück in die Hauptstadt und vergessen das hier einfach alles. Was denken Sie, warum alle trotz des Kometen hier bleiben? Ach, das war's, ja. Jedenfalls nicht, um von neugierigen Touristinnen belästigt zu werden. Ja, genau. In der Inhaltsangabe stand nämlich, dass ein Komet auf dem Planeten zurast.
dass eigentlich alle evakuiert werden sollten, aber dass die Leute sich weigern, die Stadt zu verlassen. Können Sie mir mehr über die Ausgangssperre erzählen? Hank schien nicht allzu viel darüber zu wissen. Notfallbefugnisse. Das heißt? Notfallbefugnis heißt Notfallbefugnis. Solange die Krise anhält, habe ich die Autorität, darüber zu entscheiden, was in dieser Stadt notwendig ist. Kapiert? Also ist es zu meiner eigenen Sicherheit? Klar. In Ordnung. Ich denke, ich habe mich fürs Erste genug anschreien lassen. Gute Heimreise, Miss Tanner. Okay, schauen wir mal, was wir hier noch alles machen können. Hallöchen. Miss Tanner! Wie geht es Ihnen? Was machen die Kopfschmerzen? Hallo, Hank. Ich habe Maggie getroffen. Oh ja, sehr gut. Hatte sie ein Bungalow für Sie? Ja, danke nochmal für den Tipp. Wusste ich's. Hätten Sie Zeit für ein kurzes Interview? Leider nein, bin im Dienst. Sie wissen ja, wie streng der Sheriff ist. Woran arbeiten Sie gerade? Mein Bericht von gestern Abend. Die da oben fragen den Sheriff nach allen Details. Laburnum Creek ist schon komisch manchmal. Kann man nicht immer alles erklären, was hier passiert. Reden Sie von unerklärlichen Phänomenen? Phänomen? Lassen Sie das nicht den Sheriff hören. Der will nichts hören von Phänomenen. Der sagt, alles lässt sich irgendwo erklären. Was denken Sie denn, Hank? Ist dieser Ort irgendwie verzaubert oder warum ist er so besonders? Sie sind doch hier, um genau das herauszufinden, oder? Maggie sagte, die Kopfschmerzen liegen nur an einer Eingewöhnungsphase. Wissen Sie irgendwas darüber? Sie ist die Expertin. Ich habe keine Ahnung von sowas. Aber ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Danke, Hank. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Roger. Ich will aber gerne da durch und nein, 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 nein. Ach, halt mich doch nicht die ganze Zeit auf, Mensch. Also anscheinend können wir da doch nicht so durchgehen. Ja, verabschiede dich mal. Ist okay, ist okay. Na gut. Können wir hier irgendwas lesen? Auch nicht. Rechts oben wird Puck die Stubenfliege anscheinend gesucht. Beziehungsweise ist als Verbrecher markiert worden. Missing. Mikkel Robran. Okay. Sieht so ein bisschen aus wie hier... Ach Mensch, wie heißt er jetzt, der diese ganzen Verschwörungen da aufgedeckt hat und die Daten rausgegeben hat. Ach Mensch, ich komme gerade wirklich nicht auf den Namen. Da habe ich noch zwei Filme von hier. Oh, was ist das denn? Polizeiauto habe ich eben nicht gesehen, aber kann man nichts mitmachen. Da steht auch noch eins. Also überall diese Schilder, halt diese vermissten Schilder. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich nicht viel machen können jetzt während der Demo. Aber wir können zumindest schon mal so ein bisschen was... Springwater, da können wir nicht hin. Touristeninformationen. So ein bisschen was erkunden. Auch wenn es wahrscheinlich nicht allzu viel ist. Die Touristeninfo war geöffnet, aber es war niemand vor Ort. Ich habe mich gefragt, ob hier noch jemand arbeitet. Hallöchen, guten Tag. Jetzt arbeite ich hier. Das sollten Sie ja später noch herausfinden, richtig? Ganz genau. Das war, bevor ich von Vicky gehört habe. Jetzt habe ich irgendwas verpasst gerade. Niemand war hinter der Rezeption.
Es ist ruhig hier. Großer Baumstumpf. Das ist schön, dass du da... Hallo, wie läuft die? Das erinnert mich an einen alten Film. Eine hübsche blonde Frau zeigt auf die Ringe und sagt, irgendwo hier bin ich geboren. Und da bin ich gestorben. Er sagt mir jetzt gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Wie hieß der denn nochmal? Wow, ich habe noch nie einen Nationalpark von innen gesehen. Ich bin auch noch nie über so ein Modell geflogen, nebenbei gemerkt. Also, ich muss dazu sagen, es ist eine Demo, ne? Aber solche Sachen finde ich immer wieder besonders lustig, wenn man dann sowas mitbekommt. Ja, hier ist auch wieder keiner. Mal schauen. Ist da vielleicht einer auf dem Dixi-Klo oder so? Hallöchen. Ist da jemand? Hier geht's noch runter. Ist noch ein Verteilerkasten oder sowas? Der uns wahrscheinlich nicht weiterbringt. Nee, wo wir auch nicht hin dürfen. Okay. Flower Soil. Wieso habe ich jetzt in die falsche Richtung gedreht gerade? Hier kann man nicht runter. Konnte ich da durch die Tür auch nicht, ne? In die Mülltonne. Ist keiner da? Die Frage ist, darf ich hier einbrechen? Wahrscheinlich eher nicht. So, Moment. Und hier vorne. Das ist. Ach, das ist. Ach, da war ich doch vorhin. Ach. Okay. Wo ist jetzt mein Auto? Hallo, geh mal weiter. Jetzt kann ich hier nicht weitergehen, oder was? Och nee, komm. Jetzt muss ich den gleichen Weg extra wieder zurück, damit ich wieder zu meinem Auto komme, oder was? Oder kann ich direkt von der Karte aus sagen, ich möchte woanders hinfahren? Auch cool. Ja, und ich hab's Auto dabei. Wie cool. Die verlassene Stadt zum ersten Mal zu sehen war irgendwie surreal. Okay. Alle Gebäude waren mit Brettern vernagelt. Das wollte ich auch gerade sagen. Die Leute, die Sachen, die Leute zurückgelassen hatten, standen einfach nur herum. Es war eine Geisterstadt. Die Menschen gerieten in Panik, als sie von den Kometen hörten. Wer konnte und wollte, hat die Sachen gepackt und ist sofort verschwunden. Das ist die Art Reaktion, die ich erwarten würde von Menschen, die in einer Stadt wohnen, die bald nur noch ein Krater ist. Aber wie Sie wissen, hat nicht jeder gleich reagiert. Ich weiß. Oh ja, ich weiß. Warum haben die Leute die Häuser vernagelt, wenn sie sowieso geflohen sind? Tja, gute Frage, nächste Frage. Wieso läuft die nicht? Achso, weil ich gedrückt halten muss. Ha, bin ich heute wieder clever. Okay. Ich meine, ich kenne viele verlassene Städte. Das ist immer so ein bisschen... Die Leute haben einfach alles stehen und liegen gelassen und sind los. Aber warum? Ja, warum wohl, weil ein Komet hier hinkommen sollte? Also hier draufknallen sollte. Die Frage ist eher, warum tun die anderen das nicht? Also warum wollen die unbedingt hier bleiben? Da kommen wir auch nicht richtig hin. Kommen wir hier oben rein? Auch nicht, ne? Ich hätte gedacht, eine Geisterstadt würde sich gruseliger anfühlen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, was wir hier machen können. Sieht aus, als hätten hier schon ein paar hundert Menschen gelebt. Sieht aus wie die Gazelle, mit dem Papa jeden Tag zur Arbeit gefallen ist.
gefahren ist. Genau, er ist jeden Tag dahin gefallen. Halt, nein. Nein, komm, komm. Visier das nochmal an. Los. Jetzt können wir es endlich mal groß sehen. Eine Vermisstenanzeige für eine gewisse Vicky Bryce, 23 Jahre alt. Zuletzt am 13. August gesehen. Oh nein! Vor 8 Tagen. Police Department. Also sie hat lange, ich denke mal, schwarze Haare. So ein bisschen Armee-Outfit und ein Cappy auf. Vielleicht werden wir sie ja mal sehen. Ich weiß es nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder... Ah, ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Komme ich hier auch rum? Ja. Das war mal so ein schönes Örtchen. Schon schade. Okay. Ja, das mit dem Vernageln habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wobei das natürlich sein kann, damit halt eben kein anderer da reinkommt, weil die wissen, dass die irgendwann wieder zurückkommen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, deine Geisterstadt würde sich gruseliger anfühlen. Ich sehe übrigens, gerade da hinten ist auch schon wieder... Kommen wir nicht hoch? Ist auch schon wieder der Ort, wo wir eben waren. Also rein theoretisch könnten wir überall zu Fuß hin. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was wir eigentlich erkunden sollen. Ich glaube, hier sind wir mal reingelaufen, oder? Na gut, viel zu erkunden gibt es jetzt hier nicht wirklich, ne? Das denn? Da ist auch alles zugenagelt. Mal schauen. Hier bin ich aber eben nicht rumgelaufen. Ne? Vorne stand jetzt der Wagen, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Aber... Hier gibt es auch nicht so wirklich viel zu sehen. Wo können wir denn noch hin? Das ist Maggie Harris. Was ist Harris? Mr. Loviel oder so. Der ist wahrscheinlich Harris. Das ist dieser Künstler, von dem ich gesprochen hat, ne? Hallo. Oh, grüß Sie. Was treibt Sie nach Laburnum Creek an diesen ungewöhnlichen Tagen? Ich schreibe einen Artikel über die Menschen hier und über den Kometen. Ha, die Sternschnuppe. Als wäre die unser größtes Problem. Aber seien Sie herzlich willkommen. Okay, das hört sich ja schon mal interessant an. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ist Mimi Ihre Partnerin? Was hat das mit Problemen zu tun? Ha, ja, ist sie. Keine Sorge, du bist nicht die Erste, die fragt. Sie ist ein klein wenig jünger. Und sie arbeiten gemeinsam am Haus? Nun ja, wenn sie es einrichten kann. Ich meine, wenn sie an ihren Skulpturen arbeiten muss, muss sie an ihren Skulpturen arbeiten. Haben Sie da eine Mac Woodsmith-Säge? Hehe. Oh ja, ohne sie käme ich nicht so weit. Ja, wegen den Problemen haben wir gerade schon mal gefragt. Was meinen Sie, die Stadt hat größere Probleme als die endgültige Auslöschung? Laburnum Creek ist ein seltsames Örtchen, das haben Sie doch sicher schon bemerkt. Haben Sie von Vicky gehört? Das arme Mädchen ist spurlos im Wald verschwunden. Die Leute sprechen von einem Ungeheuer in den Wäldern. Wir wissen nicht mal, ob der Meteor überhaupt einschlagen wird. Er könnte in der Atmosphäre verglühen, bevor er die Erde trifft oder den See. Ich würde sagen, dieser Steinbrocken am Himmel ist unsere geringste Sorge. Hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Ich habe hier leider noch am Haus zu tun.
Und Mimi ist total beschäftigt mit ihren Skulpturen. Da lässt man sie besser in Frieden. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, schade. Aber ich fahre morgen früh raus auf den See zum Angeln. Begleiten Sie mich doch, dann können wir ganz in Ruhe reden. Das klingt super. Abgemacht. Sie ist im Wald verschwunden? Was für ein Ungeheuer. Da reden die Leute hier nicht gern drüber. Aber Vicky war total besessen davon. Sie war sich sicher, dass es ihn gibt. Den Sasquatch. Sie hat Touren für die Touristen angeboten. Tja, das war vielleicht unvorsichtig. Glauben Sie, dass... Ich weiß es nicht. Glauben Sie an den Sasquatch? Ich glaube, in Laburnum Creek gibt es mehr, als man sich vorstellen kann. Mehr weiß ich nicht. Ich freue mich schon auf den Angelausflug. Ich auch. Ich gehe sonst immer mit Foster, aber der sagte, er kommt morgen nicht. Kennen Sie Foster? Foster? Foster Lovell. Er betreibt den Laden unten in der Stadt. Grundgütiger Mann. Wir sind seit Jahren gut befreundet. Ich will das doch nur lesen. Hey, vielleicht hatte er heute Abend noch Zeit für Sie. Er wohnt oben am Conifer Canyon. Schauen Sie doch mal vorbei. Renovieren Sie das Haus ganz alleine? Ja, und es ist viel zu tun. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht voranzukommen. Aber ich muss es für eine ganze Harris-Sippe fertig bekommen. Also muss ich dranbleiben. Wem sagen Sie das? Ich verabschiede mich mal wieder. Auf Wiedersehen. Okay, wo ist denn die Dame des Hauses? Ich weiß, wir sollen sie nicht stören. Kartons. Zieht hier jemand ein oder aus? Da komme ich gar nicht hoch. Okay. Das heißt dann wohl so viel wie, dass wir sie wirklich nicht stören sollen. Dann gehen wir mal dahin, was er gesagt hat. Ich habe mich also auf dem Weg zu Foster Lovell gemacht. Ihr erstes Interview. Genau. Ich war ziemlich gespannt. Wie ging es Ihrem Kopf? Besser. Langsam wurde es besser. Maggie meint, die anfänglichen Schmerzen waren nur eine Eingewöhnungsphase. Ich war nicht ganz sicher, was sie damit meinte. W drücken. Und das Interview? Was haben Sie sich erhofft? Einsicht. Ich war gespannt auf jede und jeden Einzelnen. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Warum wollten so viele Menschen hierbleiben, obwohl es ihren sicheren Tod bedeutete? Ich verstehe. Da hatte ich ja noch keine Ahnung, was alles auf mich zukommen sollte. Den Kometen sieht man immer noch. Also, ich möchte nur sagen, dass nicht ich diejenige bin, die gerade hier das Auto steuert. Ne? Ich drücke nur nach vorne, damit das Auto Gas gibt, aber ich kann es nicht lenken. Oder? Kann ich es doch lenken? Ach, ich kann es doch lenken. Aber ich habe es nicht gelenkt. Okay. Kann sich sicher nur noch um Stunden handeln. Bis wir angekommen sind. Was ist denn hier? Achso, ich wollte gerade noch fragen. Was ist denn hier rechts? Und das war schon das Ziel. Genau, erstmal blockieren, damit er nicht mehr weg kann.
Entschuldigen Sie, Sir? Wir kaufen nichts. Ich möchte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich bin Schriftstellerin. Bücher kaufen wir auch nicht. Mr. Lovell, bitte. Mein Name ist Laura Tenner. Ich... Was sagen Sie da? Moment mal. Sie... Ist alles in Ordnung, Mr. Lovell? Nein, nichts ist in Ordnung. Sie hätten nicht kommen sollen. Wieso weiß ich das? Ich habe nur ein paar Fragen. Es geht schnell, versprochen. Können wir reden? Folgen Sie mir. Oh, wir sehen den Sonnenuntergang und die Kometen im Hintergrund. Wohin soll ich denn folgen? Setzen Sie sich. Ich kann da durchlaufen, aber setzen kann ich mich nicht. Ah, jetzt. Sie wollen mich was fragen? Ihr Haus ist sehr schön. Danke, meine Frau hat es selbst entworfen. Sie hat Architektur studiert. Die intelligenteste Frau, die ich kennengelernt habe. Ist sie hier? Nein. Nein, Sarah ist vor 12 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Wie lange sind Sie schon in Laburnum Creek? Mein ganzes Leben. Ich betreibe den Laden seit 30 Jahren. Der Ausblick hier ist fantastisch. Oh ja, ich kenne diese Berge hier, als wären sie alte Freunde. Aber manchmal... Mr. Lovell, was wollten Sie sagen? Ach, nichts. Manchmal, wenn man einen alten Freund sieht, dann erkennt man ihn nicht, meine ich. Manchmal hast du dich verändert. Manchmal sind sie es. Manchmal wirkt dieser Ort unbekannt. Sie betreiben den Laden? Mein Beitrag für die Gemeinde hier. Was soll ich sonst tun? Also, Sie bleiben hier in Laburnum Creek? Wo soll ich sonst hin? Was mich jetzt mal interessieren würde, warum hat der 2 Stück Kuchen da auf dem Tisch stehen, wenn er doch gar keinen Besuch erwartet hat? Nun, wie sind die Leute hier so? Die sind gut drauf. Aber sind sie... Sie wissen schon. Oh, ich verstehe. Nein, sie sind schon in Ordnung. Die Leute hier sind komisch drauf, aber sicherlich keine Rassisten. Gut zu wissen. Danke. Das kam jetzt irgendwie wie aus dem Nichts. Also, danach hat sie ja gar nicht gefragt. Haben Sie Familie, zu der Sie könnten? Meine 2 Söhne in der Hauptstadt, aber... Nee, das könnte ich nicht. Nicht, nachdem die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, nach Sarahs Tod. Nein, böses Blut. Was meinen Sie, als Sie sagten, böses Blut? Nichts, vergessen Sie es. Mr. Lovell, ich will mir nur ein Bild machen, wie... Das Bild ist... Ich will nicht darüber reden, okay? Okay, klar. Ach. Entschuldigung. Ich schlafe sehr schlecht. Albträume, wissen Sie? Können wir das Thema wechseln? Ich schlafe auch nicht gut. Maggie Pearson sagt, das hätte was zu tun mit Schwingungen. Genau. Ja, da haben wir eine Menge von hier, wenn es nach Maggie geht. Wenn dich die Schwingungen nicht kriegen, dann die Moskitos. Nee, Maggie ist eine Liebe, aber sie hat keine Ahnung, was hier passiert. Was passiert denn hier, Mr. Lovell? Sie haben doch was auf dem Herzen. Mein Herz? Wenn Sie wüssten.
Es fühlt sich an, als würde dieser Ort mich auseinanderreißen. Diese Träume. Erzählen Sie mir von Ihren Träumen. Ich sehe Dinge, meistens nachts. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber es redet niemand darüber. Was sehen Sie? Ich kann nicht. Ich kann's einfach nicht. Maggie hat versucht zu helfen. Sie meinte, ich soll alles aufschreiben. Hat nicht viel geholfen. Manche Dinge sind schwer in Worte zu fassen. Habe hauptsächlich rumgekrakelt. Können Sie mir Ihre Träume beschreiben? Ich hab's versucht. Ich hab versucht, alles aufzuschreiben, aber... Wissen Sie, was man über Kleinstädte wie diese sagt? Da ist was im Wasser. Und ich glaube, es stimmt. Was meinen Sie, Mr. Lovell? Ich sehe Dinge und dann sind sie weg. Und Sie habe ich hier auch schon gesehen. Mr. Lovell, ich bin gestern erst angekommen. Ich hätte das nicht sagen sollen. Entschuldigung. Es ist das Wasser. Ich hab's jetzt eine Woche lang nicht angerührt. Aber es wird nur schlimmer. Mr. Lovell? Hören Sie auf, mich zu bedrängen. Ich hab doch gesagt, ich will nicht darüber reden. Okay, okay. Lassen Sie uns eine Pause. Ist das Ihr Job, Miss Tanner? Herumlaufen und die Verrückten und Durchgedrehten befragen? Eine lustige Geschichte aufschreiben, damit die Leute in der Hauptstadt darüber lachen können? Sagen wir mal diplomatisch. Ich mache mich nicht über Sie lustig, Mr. Lovell. Ich weiß, dass Sie nicht verrückt sind. Ich denke, Sie haben Angst. Ich weiß bloß nicht, wovor. Und ob ich Angst habe. Wie ein eingesperrtes Tier sitze ich hier gerade. Sie sollten gehen. Was? Verziehen Sie sich endlich! Okay, ich gehe ja schon. Steigen Sie in Ihren Van und hauen Sie ab. Sie können uns nicht helfen, Miss Tanner. Und in der Nacht daraufhin ist es passiert. Explosion in der Ferne. We stay behind. Ja, ehrlich gesagt habe ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt so dieser Cliffhanger sein würde, als ich das Bild gesehen habe. Und ich gebe zu, es hat auch seine volle Wirkung erzeugt, weil ich jetzt noch interessierter daran bin, was jetzt eigentlich genau da vor sich geht und ob das jetzt, eine Massenhypnose ist, so rum, oder ob das was mit Aliens zu tun hat oder was auch immer da jetzt hinter steckt. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade in der letzten Szene, dass ich so ein bisschen in so eine, ja, in so eine Art kleine Horrorgeschichte reingeschlittert bin. Ich musste da an diesen einen Horrorfilm denken, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo die Großeltern sich die ganze Zeit so seltsam benommen haben, als der Enkelsohn war es, glaube ich, da war. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es... Nee, es waren, glaube ich, die Enkelsöhne. Es waren, glaube ich, zwei. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Film ausgegangen ist. Aber der war auch sehr horrormäßig. Und irgendwie ist das hier auch so ein bisschen Psycho. Weil der Typ dann plötzlich ausrastet und alles. Und jetzt habe ich noch mehr Fragen, als ich vorher schon hatte. Und noch mehr Lust darauf, das Spiel endlich zu spielen.
Also bitte, bitte, liebe Entwickler, bitte tut alles dafür, dass das Spiel bald rauskommt, weil ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ich fand die Demo gerade richtig toll. Ist ja von der Steuerung her könnte es ein bisschen. Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Abgehakt will ich jetzt nicht sagen, aber es könnte ein bisschen feiner sein von der Steuerung her. Aber ansonsten, ja gut, und dass man hin und wieder mal rumschwebt, das ist schon ein bisschen seltsam. Aber solche Sachen finde ich allerdings auch ganz gut. Also das sind auch wieder ganz nette Bugs, die dann da drin sind, weil die auch immer mal wieder lustig sind. Was allerdings ein bisschen verbessert werden sollte, muss ich dazu sagen, ist die Texte. Also meistens sind die okay, dass man die auch gut vorlesen kann, aber manchmal sind sie so schnell auf einmal vorbei und ich habe keine Taste gedrückt, nichts. Ich habe noch nicht mal meine Hände auf den Tasten drauf gehabt in dem Moment. Und trotzdem sind sie so schnell vorbei, dass ich dann gar nicht mehr lesen konnte, was da jetzt noch gesagt worden ist. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man noch ein bisschen verbessern können. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf das Spiel an sich. Und ja, man darf auch nicht vergessen, es sind, ich glaube, 3 Entwickler, also ein Team von 3 Entwicklern, die das Ganze gemacht haben. Und dafür sieht es schon richtig klasse aus. Es hat vielleicht jetzt nicht die High-End-Grafik, die man, oder die sich die Jugend, sage ich mal, heutzutage von den Spielen wünscht. Aber gerade das macht es ja auch irgendwie ein bisschen aus, weil ich persönlich finde, gerade solche Indie-Spiele haben inhaltlich fast immer wesentlich mehr zu bieten als irgendwelche AAA-Spiele, wie man das ja heutzutage nennt. Also diese großen Marken, die ja im Endeffekt immer nur noch das Gleiche machen und das Gleiche zeigen, aber nichts von dem reinbringen, was die Spieler im Endeffekt haben wollen. Deswegen, ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die Vollversion. Und ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr die Demo fandet. Und was ihr denkt, was da so vor sich geht, ob Aliens damit zu tun haben, ob das Ganze eine Hypnose ist, eine Massenhypnose oder was weiß ich, was dahinter stecken könnte. Ob irgendwas vielleicht, ja vielleicht auch irgendwas Außerirdisches in dem Wasser ist, was die jetzt alle verrückt macht oder ähnliches. Man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass gerade draußen bei meiner Abmoderation jetzt der Müllwagen vorbeifährt und irgendein Idiot hier, weiß ich nicht, türkische Musik hört oder sowas. Ich bin hier im zweiten Stock und kriege alles ab. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut hier auf dem Mikrofon. Lange Rede, kurzer Sinn. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr über die Demo bzw. über das Spiel denkt. Seid ihr jetzt auch schon ein bisschen gespannter drauf, wie es jetzt weitergeht? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.